Nun sind wir beim sogenannten Forward Scratch oder auch dem Cutting, wie er auch heißt. Also nur Cutting, nicht Cutting Scratch, sondern einfach nur Cutting angelangt. Dieser Scratch ist zurückzuführen auf Grandmaster Flash. Ist vielleicht einigen ein Begriff, der ist auch ein ziemlicher Hip-Hop-Pionier von früher, was das DJing betrifft. Und hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass die Kultur so weit nach vorne geht. Ja, Prinzip des Forward Scratches ist ein simpler Baby Scratch, nur dass ihr die Rückwärtsbewegung ausblendet. Ich zeige euch das mal ganz langsam. Geht wieder, wie schon besprochen, an euer Sample, setzt euch euren Cue-Punkt, drückt dann den Cue-Punkt und habt euer Sample am Anfang. Und dann schaut der Forward Scratch so aus. Begonnen wird mit geschlossenem Fader und er wird auch abgeschlossen mit geschlossenem Fader. Das heißt also, jetzt sind wir bei keinem Faderless Scratch mehr, weil wir den Crossfader verwenden. Also ist das ein Scratch mit Crossfader. Quasi hier nach vorne. Und jetzt wird hier die zurückziehende Bewegung ausgeblendet. Ihr macht genau auf den Crossfader, wenn ihr die Platte nach vorne loslasst und schließt, wenn ihr mit dem Zurückziehen beginnt. Und haltet den Crossfader so lange geschlossen, bis ihr das zum Anfang des Samples zurückgezogen habt. Bei dem Scratch schiebt jetzt die Platte nicht nach vorne, sondern quasi wie vorhin beim Baby Scratch, quasi habe ich euch den Drop Scratch noch kurz erklärt. Da spielt ihr jetzt das Sample ab, quasi nach vorne. Vorne abspielen und die Rückwärtsverbindung ausblenden. Okay, beginnen wir, das auf einem Instrumental zu üben. So, wir beginnen. Auf jeden ersten Beat im Takt. So, und dies machen wir jetzt auch immer doppelt so schnell. Setzt wieder bei der 1 ein. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Nun gehen wir auf 4/4-Noten. Eins, zwei, drei, vier. Macht da am besten eine kurze Pause. So wie ich es eben gerade erklärt habe, wenn ihr das dann drauf habt, dann macht das so, dass ihr das durchgehend macht, wie ich jetzt zum Beispiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal kurz zum Verständnis. Ich habe euch gerade erklärt, dass ihr jetzt 4/4-Noten spielt. Aber in der Geschwindigkeit eines Baby Scratches, weil die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung ja zu hören sind beim Baby Scratch und ihr da quasi auf 8 rauskommt, wenn ihr zählt. Kurz zum Verständnis: Forward Scratch, ihr setzt wieder ganz normal bei 1 an.
So, jetzt haben wir 4/4 gespielt. In der gleichen Geschwindigkeit scratche ich jetzt den Baby Scratch. Seid ihr dann bei 8/8. Also verdoppelt sich das quasi auch immer in der Hinsicht, dass ihr jetzt zum Beispiel hier 4/4-Takte spielt. Und ja, dass eine Bewegung in der Geschwindigkeit eines Babys ist. Und das verdoppelt sich dann immer. So, die nächste Geschwindigkeitsstufe wäre dann die Achtel. Wir spielen jetzt 8/8 im Takt. Einen Satz nicht verpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, machen wir jetzt noch kurz eine Geschwindigkeitsstufe schneller. Jetzt lasst aber mal das Zählen weg und probiert einfach ungefähr doppelt so schnell zu sein. Wichtig ist dabei, dass ihr auf dem Takt, also im Takt seid und auf den Beat immer rauskommt, dass es sich einfach schön flüssig anhört, auch wenn ihr das schnell macht. Ich zeige euch das mal. Also macht das je nach Gefühl. Habt auch vielleicht kurz gesehen, dass ich ein bisschen jetzt das Handling anders auch an der Platte mache. Das habe ich mir so angewöhnt bei schnelleren Bewegungen bei diesem Scratch. Und was auch gerade jetzt mal sehr wichtig ist noch zu nennen, also ihr müsst wirklich, sagen wir es mal so, euren eigenen Style auch irgendwann mal im Laufe der Zeit entwickeln. Je schneller ihr damit anfangt, desto besser ist es. Weil dann seid ihr ein Unikat. Und das hat Wiedererkennungswert. Bis zum Scratch Nummer 3. Viel Spaß beim Üben. Macht was draus und ihr werdet belohnt. Fleißig üben. Auflegen mit Erfolg. Ihr bekommt Erfolg. Ciao.